Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Der Sprengcode des neuartigen Sprengkopfes ist bereits eingegeben worden. Snake versucht mit Hilfe des PAL-Schlüssels den Abschuss zu verhindern. Der Schlüssel besteht aus einer temperatursensitiven Legierung und kann drei Formen annehmen, passend zu den entsprechenden Terminals im Kontrollraum. Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Aber ist nicht so schlimm, Leute. So viel dazu. Ihr erinnert euch bestimmt, was wir das letzte Mal gemacht haben. Was wollte ich denn gerade machen? Ich glaube... Ja, genau. Mein Schlüssel ist kalt. Das heißt, wir haben bereits den zweiten Schlüssel eingegeben. Oh, dieses Riesending, ey. Und müssen jetzt nur noch den dritten machen. So, es tut mir leid, dass die Folge ein bisschen später kam, wie geplant. Manchmal ist es einfach nicht zu machen. Ja, es ist ja gerade Faschingszeit. Gut, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich in einem faschingsintensiven Ort wohne. Hier verhalten sich die Leute eigentlich noch relativ normal. Aber ich habe die Freizeit genutzt und war bei einem Zockerkollegen. Ja, und das war halt eine schöne Zeit. Und da kommt man natürlich zum Aufnehmen. Sowas muss man einfach mal, ja, muss man auch mal vorziehen. So. Aber jetzt bin ich ja wieder da und jetzt werde ich das eifrig nachholen, damit wir dieses Finale erleben. Ich weiß noch nicht wirklich, ob das eine Finalfolge wird oder die zweitletzte. Ich kann es schlecht einschätzen, denn wir wissen ja, Metal Gear lässt sich immer viel Zeit. Ich glaube, eine Stunde könnte knapp werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht und ich möchte mich ja nicht abhetzen. Wir werden sehen. So. Im Übrigen wird es von diesem Spiel definitiv auch einen Bonuspart geben. Ich habe es ja schon mal angedeutet, es gibt noch ein Ending. Und jetzt sind hier auf einmal Soldaten. Das finde ich mal sehr uncool. Ich guck mal kurz, ob hier Minen liegen. Nein, zum Glück nicht. Aber gut, das ist ja ein sehr weitläufiges Gebiet. Da werden die mir jetzt nicht so Schwierigkeiten machen. Alles klar. Oh, da ist die Tür. Schon weiter rechts, Snake. Und da liegt immer noch das Blut von Vulcan Raven. Vulcan Raven. So, wir müssen weiter. Wir müssen unseren Schlüssel heiß machen. Ah ja, da kommt der Aufzug. Und... ja, hier ist es alles andere wie heiß. Deswegen ab nach oben. Ihr erinnert euch bestimmt, es gab eine heiße Szene. Also, nee, keine heiße Szene. Es gab einen heißen Ort. Eine heiße Szene. Wer weiß, vielleicht kriegen wir die im Ending. Wenn wir Meryl retten können, ist ja immer noch unsere Grundhoffnung, dass die gute Dame lebt. Hoffen wir. So, ja, jetzt fahren wir hier wieder rum. Soll ich mit den Leuten quatschen? Ich glaube, das haben wir das letzte Mal erst gemacht, ne? Deswegen, ich warte mal noch. Ich werde auf dem Rückweg werde ich mit den Leuten quatschen. Jetzt machen wir erstmal den Schlüssel heiß. Also warten. Können ja ein paar Kniebeugen machen. So. Müssen uns fit halten hier in den eisigen Temperaturen. Nicht, dass wir hier... Oh, jetzt werde ich angepiepst, okay. Snake, wegen Naomi Hunter. Fragen Sie den Colonel. Er kümmert sich darum. Schalten Sie den Monitor aus. Okay, er ist aus. Niemand kann uns hören. Also los. Tut mir leid, aber der Colonel soll es nicht hören. Okay, was ist los? Ich habe einen guten Freund im Pentagon. Ja. Er erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob der DIA unlängst eine neue Vernichtungswaffe entwickelt hätte. Eine Vernichtungswaffe? Snake... haben Sie jemals von Foxtyle gehört? Nein. Warten Sie. Liquid und seine Leute haben es erwähnt. Ja. Es ist ein Virentyp, der spezifische Personen anpeilt. Ich kenne die genauen Details nicht, aber... Was wollen Sie sagen? Es ist zu ähnlich. Was denn? Die Todesursache. Starben der Armstack-Präsident und der DARPA-Chef, das heißt Decoy Octopus... nicht an angeblichem Herzversagen? Ja. Nun, anscheinend tötet Foxtyle seine Opfer durch Simulieren eines Herzinfarkts. Nein. Und Sie wollen sagen, dass Naomi dahinter steckt? Versuchen Sie sich zu erinnern. Hat Naomi Ihnen irgendwelche Spritzen gegeben? Die Nanomaschinen. Sie war dazu am besten platziert. Aber ich habe keine Ahnung, was ihre Motive waren. Weiß der Colonel davon? Ich weiß nicht.
aber er hat sie noch nicht verhört. Okay, ich frage ihn selbst. Colonel, gibt es Neuigkeiten über Naomi? Ich habe sie eben verhaften lassen. Verhaften lassen? Sie sandte kodierte Meldungen an die Basis in Alaska. Ich kann es kaum glauben. Sie muss mit den Terroristen zusammenarbeiten. Sind Sie sicher? Ich fürchte ja. Sie wird gerade verhört. Wie wird sie verhört? Nun, ich würde Gewalt gerne vermeiden. Aber wir haben noch nicht mal Nachtriumphin total hier. Melden Sie sich, wenn Sie mehr wissen. Es ist also wahr. Naomi, ich glaube es nicht. Das heißt, das Fox-Dye-Serum muss irgendwo hier sein. Hören Sie, ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Snake, Sie könnten auch infiziert sein. Ich kann das nur dem Colonel überlassen. Ach du Scheiße, Leute, überlegt euch das mal. Naomi ist also tatsächlich eine Spionin. Und wenn sie für dieses Fox-Dye verantwortlich ist, warum auch immer, sie hätte ein leichtes Spiel gehabt, uns das auch irgendwie zu indizieren. Das heißt, ich weiß ja nicht, per Tastendruck einen Herzinfarkt zu bekommen, ich stell's mir nicht so prickend vor, ganz ehrlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, was ist denn? Ich kann mich noch nicht bewegen und hier wird schon geballert auf mich. Hallo, was ist denn da? Ich kann es mich nicht genau umgucken. Wahrscheinlich ist eine blöde... Schieß mich tot. Ich habe 10 Jeff-Credits. Scheiß drauf. Gut, ist eine Verschwendung. Ich glaube, das hätte ich auch mit einer Stinger-Rakete lösen können. Egal. Machen wir es so auf die alte Art. Ich weiß gar nicht, wo die Kamera ist. Die muss irgendwo da oben sein, wo ich gar nicht hingucken kann. Egal. Lagen hier nicht auch Minen rum? Auf jeden Fall sind wir auf keiner getrampelt. Wir müssen immer noch weitermachen. Fox-Dye. Ja, das wurde im letzten Part schon angedeutet. Da haben wir ja auch schon unsere Theorien geäußert. Aber das ist echt unruhigend, wenn wir das eventuell noch haben. Können wir ja nichts dagegen machen. Ein Serum. Was da der Gute gemeint hat. Keine Ahnung, wo hier ein Serum liegen soll. Nee, da konzentrieren wir uns lieber auf unsere Mission. Und machen unseren Schlüssel heiß. Ja. So, und ich glaube, wir sind jetzt auch da, wenn ich mich nicht irre. Na komm. So. Jo, ich glaube, da kann ich bedenkenlos. Ich hoffe es zumindest. Bitte keine... Ich höre schon wieder Kameras. Aber ich sehe sie nicht. Und sie haben ja auch nichts getan. Jo. Was ist denn los? Warum ist hier der Alarm? Oder ist das normal? Egal. Ich werde gleich hier runter reingehen, weil hier ist es heiß. Das möchte ich doch mal meinen. Hier ist auch kein Gegner. Ich werde hier jetzt einfach ganz genüsslich warten, bis mein Schlüssel... Oh, ich muss ihn wahrscheinlich anziehen. Ja, ich weiß, das klingt blöd. Also anlegen. Wo ist er denn? So viel Zeug, aber... Da ist er doch, mein Palki. Er ist schon wieder auf Normaltemperatur. Jetzt müssen wir warten, bis er heiß ist. Ja, Mensch, ich würde gerne noch mal... Sagt ein Campbell nochmal dazu. Oder wollen wir mit jemand anderem reden? Der Rest ist uninteressant gerade. Vorsicht mit dem Dampf. Der ist gefährlich. Schauen Sie im Beobachtungsmodus, wo er herkommt und meiden Sie ihn. Okay, ja, das wissen wir doch. Wir waren hier schon einmal. Haben uns irgendein Item geholt damals. Ich weiß gar nicht mehr, was es da gab. Da läuft jemand. Seht ihr den roten Punkt auf der Karte? Aua! Was war denn das? Ich war hier doch ganz normal gestanden. Ich habe mich gar nicht bewegt. Snake, machst du hier im Alleingang was? Naja. Wir müssen uns dann wirklich beeilen. Weil ihr könnt euch vorstellen, mit dem Palki gehen wir in das kalte Gebiet. Und es ist halt ein Stückchen zum Laufen. Also da dürfen wir echt keine Zeit vertrödeln. Sonst muss ich nochmal hier runter. Das wäre ein bisschen blöd, ne? Ach komm schon, wird heiß. Au, ah, ich bin zu un... Ah, okay. Ungeduld wird bestraft in diesem Spiel. Das sollte ich langsam wissen. Also, immer mit der Ruhe. Ah, jo. Feiert ihr Fasching? Ist das bei euch... Also, gut, ich wohne ja in der Rheinland-Pfalz. Bei uns in Mainz ist das wird das ja unglaublich zelebriert. Ich kann damit nichts anfangen, ey, wenn da die Irren rumlaufen. Und ich kann auch diese ganzen Prunksitzungen kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe dafür auch gar keinen Humor. Ey, was die da voll plappeln, das kann ich mir nicht antun. Keine 5 Minuten. Oh, er ist rot, er ist heiß. Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger hier drin bleibe, so nach dem Motto, du bleibst länger heiß, aber ich glaube nicht. Wenn das Ding erstmal heiß ist, dann können wir auch gehen. Und genau das machen wir jetzt auch.
Aber ich werde ihn definitiv aus meinem Inventar entfernen und mache wieder die Schlüsselkarte rein. So, und das muss jetzt richtig zack, zack gehen hier. Da jetzt die Leute mich kontaktiert haben, werde ich sie jetzt auch nicht kontaktieren. Ich weiß, das ist sowieso egal, weil die Zeit unterbrochen wird. Aber rein von der Logik her will ich so schnell wie möglich wieder zu Metal Gear Rex und den letzten Schlüssel eingeben. Mensch, dann hätten wir es geschafft, Freunde. Überlegt euch mal, dann wird diese Bestie nicht erwachen. Ja, ich weiß, es ist naiv, das zu glauben. Was wäre das für ein finales Motto? Hey, ich habe den Schlüssel eingegeben, ich kann nach Hause gehen, Mission erfüllt. Wäre nicht so das, was man jetzt von diesem Spiel erwarten würde. Da brauche ich euch ja nichts vorzumachen. Irgendwas wird sicher noch passieren. Aha, wir sind schon da. Das ging ja mal zackig. So, dann werde ich hier auch gleich die Jeff Granite schmeißen. Ach komm, ey. Da dauert die Sequenz länger. Gut, ich könnte es auch abbrechen, aber so lange dauert es jetzt auch wieder nicht. Zack, weg damit. Schieß drauf und hopp. Gut. Nichts wie weg, denn wir wissen ja... ich habe die Kamera gesehen, da oben war sie. Ist mir jetzt aber egal, wir hauen sofort ab. Und tschüss. Immer tiefer, jetzt wird es wieder kalt dort unten. Oh, da hinten lag Munition, aber naja, egal. Und man hört schon wieder die Raben. Sie haben ihren Herrn und Meister verloren. Kann einem ja fast schon leid tun. Ach ja. Ich denke, ich werde Metal Gear Solid 2 nach Walking Dead spielen. Also ich habe momentan so richtig Bock auf die Serie und ich liebe Teil 2. Der wird nochmal um einiges epischer und auch hübscher, vor allem. Ja, ich werde ja auch zum ersten Mal die HD Collection spielen. Ich hoffe, die ist gut. Wenn ich dann die Silent Hill HD... Okay, vergessen wir es. Snake, hören Sie mich? Ich bin's. Naomi? Was soll das? Campbell und die anderen sind beschäftigt. Ich benutze ein anderes Codec. Naomi, ist es wahr, was der Colonel sagt? Ja, aber ich habe nicht nur gelogen. Einiges ist wahr. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht genau. Mein Name, die Identität, alles gekauft. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Aber der Grund für meine Arbeit in der Genetik ist echt. Ach ja, Sie wollten sich selber kennenlernen. Genau. Ich will wissen, woher ich komme. Alter, Nationalität, irgendwas. Naomi. Ich wurde in den 80er Jahren in Rhodesien gefunden. Eine schmutzige kleine Waise. Rhodesien? Das heutige Simbabwe? Ja. Rhodesien war bis 1965 englische Kolonie und wimmelte von indischen Arbeitern. Das erklärt vermutlich meine Hautfarbe, aber ich bin mir selbst da nicht hundertprozentig sicher. Naomi, Sie leben in der Vergangenheit. Reicht es nicht zu wissen, wer Sie heute sind? Wissen, wer ich heute bin? Warum sollte ich? Niemand sonst will es wissen. Ich war so lange allein, bis ich meinen großen Bruder traf. Und ihn. Ihren großen Bruder? Ja. Frank Jäger. Was? Er war ein junger Soldat, als er mich in der Nähe des Flusses Simbabwe fand. Ich war halb verhungert und er teilte seine Rationen mit mir. Ja. Frank Jäger, den Sie töteten, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein. Gray Fox. Wir überlebten diese Hölle gemeinsam, Frank und ich. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und er brachte Sie nach Amerika? Nein, ich war in Mosambik, als er kam. Was ist er? Sie meinen Big Boss? Ja, er brachte uns in dieses Land der Freiheit, dieses Amerika. Aber er und mein Bruder gingen zurück nach Afrika, um zu kämpfen. Und dort ist es geschehen. Sie töteten meinen Wohltäter und verkrüppelten meinen Bruder. Ich schwor Rache und trat Foxhound bei. Es war meine beste Chance, sie zu treffen. Und ich betete jeden Tag darum. Und ihre Gebete wurden erhört. Ja, ich wartete 2 lange Jahre.
um mich zu töten. Darum allein ging es. Ja, ich wartete auf Sie, Snake. Ich habe 2 Jahre lang nur an Sie gedacht. Wie eine verdrehte Art von Besessenheit. Hassen Sie mich noch? Nicht wirklich. Ich schätzte Sie falsch ein. Was ist mit Liquid und den anderen? Ich werde mich auch an denen rächen. Naomi, Sie haben nicht auch diesen Doktor getötet. Derjenige, der Gray Fox für seine Genomversuche brauchte. Dr. Clark? Nein, das war mein Bruder. Ich verhalf ihm zu Deckung und gab ihm ein Versteck. Dieser Ninja, ich meine Gray Fox, er will mich umbringen. Ich glaube nicht. Er kam hierher, um mit ihnen zu kämpfen. Erst war ich nicht sicher, aber ich glaube, jetzt verstehe ich. Ein letzter Kampf mit ihnen, dafür lebt er, da bin ich überzeugt. Fox, nein. Naomi, eine Frage. Über Fox Dye? Fox Dye ist eine Art Retrovirus, der spezifische Menschen befällt und tötet. Zuerst infiziert er die Makrophagen im Körper des Opfers. Fox Dye enthält denkende Enzyme, die durch Proteintechnik erstellt wurden und auf spezifische genetische Muster reagieren. Diese Enzyme erkennen die DNA des Opfers. Genau. Sie reagieren, indem sie aktiv werden und mit Hilfe der Makrophagen TNF-Epsilon erstellen. Hä? Eine Art Zytokin, ein Peptid, das Zellen abtötet. TNF-Epsilon gelangt über das Blut zum Herzen, wo es sich an die TNF-Rezeptoren in den Herzzellen anknüpft. Und dann verursacht es einen Herzinfarkt. Die Herzzellen erleiden einen Schock und extreme Apoptose. Und dann das Opfer stirbt. Apoptose. Die Herzzellen begehen Selbstmord. Naomi. Was? Der Virus ist so programmiert, dass er auch mich tötet, stimmt's? Habe ich noch Zeit? Naomi, ich gebe Ihnen keine Schuld. Aber ich kann auch nicht sterben. Ich muss meine Mission beenden. Hören Sie, Snake. Ich habe nicht entschieden, Fox Dye zu verwenden. Ach, nein? Nein. Fox Dye wurde Ihnen als Teil dieser Operation injiziert. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Nein. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja. Was ich Ihnen wirklich sagen wollte. Snake, ich... Was machen Sie da? Ah! Ah! Oh, Snake! Ah! Naomi! Snake, ich kann Naomi keine weiteren ungenehmigten Übertragungen erlauben. Was? Naomi ist nicht mehr an der Operation beteiligt. Was ist mit Naomi? Was meinte sie, als sie sagte, Fox Dye sei Teil dieser Operation? Colonel, ich muss mit ihr sprechen. Nicht möglich. Sie ist verhaftet. Colonel, Sie haben mich hintergangen. Snake, wir haben keine Zeit dafür. Kümmern Sie sich darum, Metal Gear zu stoppen. Okay, Snake? Ey, ich glaube, es reicht jetzt. Also, mal im Ernst, Sie haben uns jetzt absichtlich für diese Operation Fox Dye injiziert. Warum? Wusste das der Colonel? Also, wahrscheinlich wusste er es, wenn es Teil der Operation war. Also, das macht mich jetzt richtig pissy. Aber wir haben keine Zeit, das zu hinterfragen. Wir müssen uns beeilen wegen dem Schlüssel. Aber ein unglaublich emotionales Gespräch mal wieder, was wir hier mit Naomi hatten. Vielleicht haben wir sie jetzt das letzte Mal gehört. Interessant. Gray Fox war also ihr Bruder. Deswegen diese Rachegelüste. Deswegen hat sie sich, stellenweise so komisch verhalten, falls ihr euch erinnert. Ich hoffe, ich kann hier schnell durch. Jawohl. Sie hat ja auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, allergisch reagiert, wenn wir das Leben anderer aufs Spiel gesetzt haben, sage ich es mal so. Ah, Mensch, das erklärt natürlich vieles. Ob man jetzt über sie, wie man jetzt über sie urteilen möchte, das sei mal im Raum gestellt. Ist ein schwieriges Thema. Aber dass Fox Dye Teil der Operation war, dass das Snake von vornherein bekommen soll, das macht mich jetzt gerade richtig fertig. Also, jo. Wie man so schön sagt, dreckiger geht's nicht, oder? Egal. Ich hoffe, ja, leider konnte sie nicht zu Ende reden. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt noch die Zeit haben, um unsere Mission zu erfüllen. Dass Fox Dye uns noch ein bisschen am Leben lässt.
Umso interessanter wäre jetzt natürlich, gibt es ein Gegenmittel? Gibt es dieses Serum, das Master angesprochen hat? Das werde ich machen, sobald ich den Schlüssel aktiviert habe. Dann werde ich mal mit dem Guten reden. Weil, ich will mich jetzt echt beeilen. Der Schlüssel muss heiß bleiben. Und danach können wir immer noch quatschen. Wenn dann überhaupt noch Zeit zum Quatschen bleibt. Mal sehen. Habt ihr da weiter? Also wir machen es ja unglaublich schnell. Also schneller geht's ja kaum. Außer jetzt dieses Luftboxen. Aber das soll mir gerade noch verziehen werden. So, nicht zu vergessen, die einzige Wache dort oben, die ich jetzt gleich wieder mit dem Scharfschützengewehr töten werde. So, das ging ja eigentlich relativ sicher, wenn ich jetzt sofort da hingehe. Die sind ja immer am gleichen Ort. Und runter... Ah, ich lieg schon wieder so dumm schief, aber diesmal geht's schnell. So, der müsste doch jetzt gleich kommen, hoffe ich. Ich hab keine Zeit. Komm her. Oder ist er nimmer da jetzt? Beim letzten Mal. Oh komm, jetzt mach mich nicht schwach. Ich kann hier nicht lang rumsnipern, Er kommt nicht, ne? Idiot. Ne, da ist niemand. Okay, dann weiter. Wundert mich. Sonst hat er sich immer geresettet. Ach, ist egal. Ich renne jetzt einfach dort oben hin, dann ist es eh vergessen. Ist der Schlüssel noch heiß? Ja. Dann nix wie ab mit uns. Ajo, ist er noch da? Leck mich. Nö, nö, nö. Ich habe keine Zeit für dich jetzt. Mann, oh Mann, zum Glück ist da ein Abschnittwechsel und er hat's vergessen. Ah, Mann. Schmeiß das Ding. Ganz eilig. So. Ich sehe gerade, ich muss mich langsam aber sicher mal heilen hier. Egal, Schlüssel einsetzen. Halcode Nummer 3 bestätigt. Halcode-Eingabe beendet. Sprengcode aktiviert. Nein, warum? Aktiviert? Rakete zum Abschuss bereit. Ich habe ihn deaktiviert. Ey Leute, ich krieg die Krise. Was ist denn jetzt los? Danke, Snake. Die Eingabe des Sprengcodes ist nun komplett. Nichts kann Metal Gear jetzt stoppen. Master, was ist los? Sie haben nicht nur den Schlüssel für uns gefunden, sondern auch noch den Sprengkopf aktiviert. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Tut mir leid, dass ich Sie für das dumme thermoadaptive Zeug benutzen musste. Wovon sprechen Sie? Wir fanden den Code des DARPA-Chefs nicht heraus. Mantis konnte seine Gedanken nicht lesen. Und dann brachte ihn Ocelot aus Versehen beim Verhör um. Mit anderen Worten, wir konnten die Rakete nicht abschießen und wurden bereits etwas unruhig. Keine Rakete, keine Drohung, keine Forderung. Sie wissen schon. Was soll das heißen? Ohne die Sprengcodes mussten wir uns etwas anderes überlegen. Da dachte ich, Sie könnten uns doch nützlich sein, Snake. Was? Ja, zuerst dachte ich, Sie hätten die Informationen, Snake. Und befahl Decoy Octopus, sich als DARPA-Chef auszugeben. Leider überlebte Octopus dieses Treffen nicht, was auf Foxstyle zurückzuführen ist. Sie hatten das alles von Anfang an geplant, dass ich den Sprengcode eingeben sollte. Aber, Sie glauben doch nicht, Sie hätten es von alleine so weit geschafft? Wer zum Teufel sind Sie? Nun denn, die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn die Welt die Macht dieser Waffe erblickt, hat das Weiße Haus keine andere Wahl, als uns das Foxdye-Serum zu überreichen. Die Trumpfkarte ist nutzlos geworden. Die Trumpfkarte? Der Plan des Pentagons, sie zu benutzen, war durchaus erfolgreich. In der Folterkammer. Armer Snake, Sie haben als Einziger von nichts gewusst. Noch einmal, wer sind Sie? Ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen wollen, aber nur, wenn Sie zu mir kommen. Wo sind Sie? Ganz in Ihrer Nähe. Snake, das ist nicht Master Miller. Sie sind zu spät, Campbell. Master Millers Leiche wurde soeben in seinem Haus entdeckt. Er ist seit mindestens 3 Tagen tot. Ich wusste davon nichts, weil meine Codec-Verbindung zu Master abgeschnitten war. Doch Mai Ling sagt, das Übermittlungssignal komme von innerhalb der Basis. Wer ist das? Snake, Sie sprachen mit...
mir, lieber Bruder. Liquid! Wie zum... Deine Aufgabe ist beendet! Jetzt darfst du sterben! What the fuck? Wir haben die ganze Zeit mit Liquid Snake gelabert. Und Gas, da habe ich was dagegen. Leute, überlegt euch mal, wie realistisch das gehalten ist. Könnt ihr euch daran erinnern, wie wir gegen Liquid gekämpft haben in dem H&D? Als das Flugzeug abgestürzt ist und ich habe versucht, Master anzurufen, er ging nicht ran. Das war das einzige Mal, dass er nicht ranging. Ach, ich liebe diese Details einfach. Ich muss das eben erwähnen. Ja, was ist denn jetzt los? Komme ich hier raus? Wahrscheinlich nicht. Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Von den Computern was machen? Da liegt eine Ration, die nehmen wir natürlich mit. Sollte ich eventuell auch nehmen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ganz ehrlich sagen. Will der mich jetzt einfach hier im Gas verrecken lassen, oder was? Was soll ich denn machen? Oder kann ich hier... Nee, geht nicht. Hä? Kann ich an den Computern was machen? Nö. Da boxt er einfach nur wild drumrum. Ey. Jetzt bin ich... ein bisschen verwirrt. was soll ich machen? Gibt's hier einen Schalter? Mal durch meine tolle Gasmaske gucken, aber... Jo. Damit endete meine Geschichte. Aber wie man einfach von jeder Seite hintergangen wird, ey. Das kann es ja wohl nicht sein. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ordacon, weißt du was? Snake, das Glas ist kugelsicher. Sie können keine gewöhnliche Waffe verwenden. Kannst du das Sicherheitsschloss nicht öffnen? Ich versuche es. Warten Sie. Ah, auf den alten... Ja, er ist ja gar nicht alt, aber auf ihn ist einfach Verlass. Nur warten, bis Dr. Emmerich die Tür öffnet. Halten Sie durch, Snake! Okay, okay, ich muss definitiv auf ihn warten. Bruder! Ich werde dich töten. Mit meinen Waffen. Oder meinen eigenen Händen, je nachdem. Jo, wir müssen warten. Zum Glück haben wir die Gasmaske, ansonsten wären wir schon längst verreckt. Oh Mann, Leute, das ist jetzt der große Showdown. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch in einer halben Stunde schaffen. Ja, was ist denn? Hast du es? Ich habe das Sicherheitssystem geknackt. Ja, dann mach! Die Tür ist offen! Ja, wo denn? Sehe ich davon nix. Danke. Ja, raus hier. Ah, Liquid! Moment, da liegt eine Ration. Das war doch Liquid eben, oder? Wir schnappen uns erstmal die Ration, indem wir uns auffüllen. Und ich würde gerne meine Body Armor anziehen. So, perfekt. Also, wir sind bestens vorbereitet. Und jetzt ist er fällig. Du bist doch da rüber gerannt. Komm. Jetzt mach mir nichts vor. Liquid! Snake! Gefällt dir meine Sonnenbrille? Mist! Du richtest eine Waffe auf deinen Bruder? Weshalb hast du dich als Master ausgegeben? Um dich leichter manipulieren zu können. Und du hast wirklich recht gut für mich gearbeitet. Ob schon die Jungen im Pentagon wahrscheinlich dasselbe sagen. Wovon zum Teufel sprichst du? Befehle ohne Fragen zu befolgen. Du hast deinen Kriegerstolz verloren und ließ dich zum Hampelmann reduzieren, Snake. Was? Den Raketenabschuss stoppen, die Geiseln retten, alles nur Ablenkung. Ablenkung? Das Pentagon brauchte dich bloß, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Das hat den Präsidenten von Armstech und Decoy Octopus umgebracht. Du meinst nicht? Aber sicher. Die schickten dich hierher, um uns zu töten, um so Metal Gear in unbeschädigtem Zustand zusammen mit den Körpern der Genomsoldaten zurückzubekommen. Von Anfang an warst du für das Pentagon nichts als ein Träger für Foxdie. Foxdie? Unmöglich. Du meinst, Naomi arbeitete mit dem Pentagon zusammen? Das dachten sie. Aber Dr. Naomi Hunter war anscheinend gar nicht so leicht zu steuern. Was? Wir haben einen Spion im Pentagon. Er hat berichtet, dass Dr. Hunter das Foxdie-Programm unmittelbar vor der Operation revidierte. Aber niemand weiß wie oder wofür. Vielleicht haben sie sie verhaftet, um die Antwort dazu herauszufinden. Kein Zweifel. Wir hatten keine Ahnung, dass ihr Motiv bloße Rache war. Wir wüssten aber alle gern, welche Änderungen sie am Foxdie-Programm vornahmen. Nun ja, Cilla Gern. Ich habe das Foxdie-Serum auf meine Forderungsliste für das Weiße Haus gesetzt.
Es gibt ein Serum? Es muss eins geben, aber nur diese Frau kann es wirklich wissen. Egal, vielleicht ist es auch nicht notwendig. Weshalb nicht? Du bist mit allen von uns in Kontakt gekommen. Also müssen wir alle dem Virus ausgesetzt gewesen sein. Der Armstack-Präsident und Decoy Octopus starben an Foxdale. Aber Ocelot, ich und du, der Träger, scheinen davon unbetroffen zu sein. Ein Fehler im Programm des Virus. Könnte sein. Wenn das Zeug dich nicht tötet, mache ich mir auch keine Sorgen. Schließlich ist unser genetischer Code identisch. Es stimmt also, dass du und ich... Ja, Zwillinge. Aber keine gewöhnlichen. Wir sind Zwillinge mit verfluchten Genen. Les enfants terribles. Du bist okay. Du hast die guten Gene unseres Vaters. Ich bekam die fehlerhaften Gene. All das wurde getan, um dich zum Besten seiner Kinder zu machen. Ich existiere nur, damit du geschaffen werden konntest. Ich war der Liebling, wie? Richtig. Ich bin nur das Restprodukt deiner Erschaffung. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du weißt, dass du seit deiner Geburt nichts als Abfall bist? Ah. Aber Vater hat mich gewählt. Deswegen bist du so vom Big Boss besessen. Eine verkrümmte Art zu lieben. Liebe, es ist Hass. Er sagte immer, ich sei minderwertig. Und nun räche ich mich. Du solltest mich verstehen, Bruder. Du hast unseren Vater getötet, mit eigener Hand. Du hast meine Gelegenheit zur Rache gestohlen. Ich werde beenden, was unser Vater begann. Ich werde ihn übertreffen, ihn zerstören. Du bist wie Naomi. Auf jeden Fall bin ich nicht wie du. Im Gegensatz zu dir bin ich stolz auf mein genetisch vorbestimmtes Schicksal. Warte! Verdammt! Snake! Dein Blut wird als erstes mit dieser neuen Waffe vergossen. Es ist eine Ehre! Ein Geschenk von deinem Bruder! Schau, die Macht einer Waffe, die uns ins 21. Jahrhundert führen wird! Er bewegt sich! Stoppe ich ihn! Oh mein Gott, Leute, jetzt ist genau das eingetroffen, was wir eigentlich nie haben wollten. Wir müssen gegen dieses Riesenvieh inklusive Liquid kämpfen. Unserem Bruder, unserem Zwillingsbruder. Emotionale Geschichte, die er da erzählt hat, das hat auch ein paar Anleihen an die NES-Vorgänger, wo wir Big Boss getötet haben, den Vater. Oh mein Gott. Schaut euch das Ding an. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht mal, wie man den macht. Hi. Okay, eine Sache weiß ich noch. Ich glaube, wir werden... Schaut es an, ich muss gegen das Ding kämpfen. Ich werde wahnsinnig. Ich glaube, also das Einzige, was hier hilft, aber ich weiß nicht mehr genau, wie, sind Stinger-Raketen. Nee, Quatsch. Ich rede Unsinn. Doch. Nikita, war das? Nee, ich brauche Stinger-Raketen. Das ist, glaube ich, wirklich das Einzige. Aber ich habe gar keine... Der zeigt mir hier gar nichts an, was ich anvisieren kann. Okay, wir gucken uns erstmal an, was er alles drauf hat. Natürlich sieht uns das hier. Ja, es hat einen guten Sichtradius, also da machen wir uns mal keine Gedanken drüber. Ich weiß nicht, was der jetzt kann. Ich muss ehrlich sagen, ich... Oh, er schießt Raketen auf uns. Ei, ah, das war schon mal schlecht. So, vielleicht, okay, ich muss erstmal wieder sein Angriffsmuster kennen. Ah, okay, das ist schlecht. Ich muss wirklich auf einen bestimmten Moment warten. Was machst du jetzt? Jetzt machst du das, okay. Das bringt mir auch nicht viel. Könntest du bitte die Body Armor anziehen? Ey! Wie kann ich dem Mist ausweichen? So, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ich glaube, das wird ein Fail, ganz ehrlich. Also, bis ich kapiert habe, was ich da machen muss. So, wie sieht's denn aus? Ich muss doch irgendwie mal an ihn rankommen oder so. Keine Chance. Ich bin jetzt gerade echt verwirrt, was ich machen muss. Aha! Ich schaff's einfach nicht, ihm auszuweichen. Ich weiß aber, dass das irgendwie ging.
Egal, weiter. Man muss doch irgendwann was machen, was ich... So, was machst du nun? Er schmeißt schon wieder... Hä? Wie ging denn das? Also, jetzt bin ich echt verwirrt. Wir werden... Ich muss erstmal rausfinden, wie ich diese Attacke überlebe. Ich weiß, dass man dem ausweichen kann, diesen Raketen. Das weiß ich ganz genau. Was ist denn, wenn ich ganz nah an ihn rankomme, wenn ich hinter ihn laufe? Ja, das habe ich früher nie gemacht. Das kann nicht sein. Naja, das ist Schwachsinn, was ich da gerade probiere. Er muss eine Schwachstelle haben. Ich muss irgendwo ihm mal Schaden zufügen können. Ich weiß noch nicht mal wo. Ah, ich habe es eben gesehen. Ihr habt es bestimmt auch gesehen. Aha, und diesmal klappt auch das Ausweichen. Wenn, okay, ich glaube, das runde Ding da oben ist unser... Okay. Ah, hat mich schon wieder gekriegt. Verdammt. Okay, das bedarf ein bisschen Übung. Wenn, sobald er seine drei Raketen gemacht hat, ist unser Moment gekommen, dass wir die Stinger-Raketen benutzen. Ey, aber was mache ich hier noch falsch? Irgendwas mache ich falsch an der Stelle. Ich weiß nur noch nicht was. Verdammt. Ah, ich muss zu ihm laufen. Ich muss zu ihm laufen. Das ist das Rätsels Lösung, denke ich mal. Ganz stark. Und Schuss. Und schnell weg. Und schnell zu ihm. Zu ihm, zu ihm. Yes. Okay, Leute. Ich bin wieder drin. Ich habe das Schema kapiert. Und da müssen wir ganz gut aufpassen auf diesen einen Laser. Ich werde mich noch einmal heilen. Das ist jetzt... ich habe es leider zu spät kapiert. Möchte ich einfach mal behaupten. Nee. Oh, shit. Okay, so ganz kapiert habe ich es immer noch nicht. Scheiße. Okay. Ah, nein. Okay, das war ja mal ein Oberfail. Leute, es kann sein, dass das noch nicht der finale Part ist. Es kann sein, dass dieser Part nur 45 Minuten oder so geht und dass dann noch ein Finalpart kommt mit 45 Minuten, weil 90 Minuten will ich nicht machen. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, eine gute Stelle zu finden. Vielleicht, wenn ich diese Phase des Kampfes besiegt habe, dass wir dann einen Cut machen. Okay. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Wir haben ja... besten Voraussetzungen. Wir machen es jetzt einfach noch einmal. Und, ja, warum soll ich warten? Hier, komm, du kriegst gleich. Hallo. Hallo? Schieß einfach mal selbst drauf. Warum soll ich warten, bis der hochgebootet hat? Es geht nicht, okay. So, komm, jetzt mach mal da. Ah! Egal, ich habe ihn auch einmal getroffen. Und wir machen ja eigentlich geilen Schaden, muss ich an der Stelle mal sagen. Schaut es euch an. Na komm. Schon wieder habe ich ihn getroffen. Sehr gut. Zieh doch deine Body-Armor an, dann wird es viel einfacher. Oh, ich bin so schlecht bei dem Raketenausweichen. Ich hab's noch nicht raus. Tut mir leid. Es ist mir gerade egal. Ah! Laser ist nicht gut. Okay. Ja, ich würde eigentlich ein bisschen effizienter gern spielen wollen. Muss ich mal an der Stelle sagen. Ah! Okay, nichts passiert. Er hat ja schon weniger wie die Hälfte. Mein Gott, jetzt pinseln wir jetzt hier mal nicht voll. Gut, ich habe auch nicht mehr so viel. Hopp, komm, steh auf. Mist, Mist, Mist. Komm. Komm. Ich weiß, es geht tausendmal effizienter, aber ist jetzt egal. Ich will ihn jetzt wenigstens mal in der Phase besiegen und dann schauen wir mal, was danach passiert. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Es ist einfach schon viel zu lange her. Ich muss ihn nur noch einmal treffen, mein Gott. Komm, das wird doch jetzt irgendwie klappen. Ich werde dann zwar Blut und Wasser schwitzen, wenn, ey, ihr merkt das, es ist unglaublich schwer, dem Mist auszuweichen, ich weiß nicht. Oh, weh, weh, weh. Aber ich hab ihn, nee, ich hab ihn noch nicht, verdammt. Und jetzt geht's mir an den Tragen, an den Kragen. Aber ich hab ihn. Ha! Im letzten Moment, der Laser wollte mich gerade erwischen, aber ob das was wird? Haben wir es? Hat's geklappt? Du bist es!
Es sieht furchtbar aus, Snake. Das Alte bekommt ihr nicht. Rock mit dir zur Hölle! Vox, warum? Was willst du von mir? Ich bin Gefangener des Todes. Nur du kannst mich befreien. Halte dich aus, Vox. Was ist mit Naomi? Sie setzt alles daran, dich zu rächen. Naomi? Du kannst sie als Einziger stoppen. Ich kann es nicht. Warum? Weil ich ihre Eltern getötet habe. Ich war jung und brachte es nicht fertig, sie ebenfalls zu töten. Nach meiner Tat fühlte ich mich so schrecklich, dass ich das Kind nahm und als mein eigenes erzog, um mein Gewissen zu beruhigen. Sie sieht mich noch heute als ihren Bruder an. Vox. Von außen sahen wir aus wie frohe Geschwister. Aber jedes Mal, wenn ich sie ansah, blickten mich die Augen ihrer Eltern an. Sag es ihr für mich. Sag ihr, dass ich es war. Hab ich euch! Wir haben keine Zeit mehr. Hier ist ein letztes Geschenk von Deep Throat. Ich stoppe dieses Monster! Vox! Verdient. Aber nun ist es vorbei! Los! Schieß die Dinger ab! Vox! Wirst du schießen? Du wirst ihn töten! Ja, aber... Jetzt, vor dir kann ich endlich sterben. Es bleibt uns wohl noch. Nach Sansibar wurde ich aus der Schlacht genommen. Weder wirklich lebendig noch tot. Ein unsterblicher Schatz in einer Welt des Lichtes. Oh Mann, Leute. Wie episch. So episch. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Na komm, du musst. Er wollte es nicht machen. Ich hab's versucht. Nein. Snake. Wir sind keine Werkzeuge für die Region. Oder irgendwen sonst. Ich habe mein Leben lang nur gekämpft. Aber wenigstens kämpfte ich für meine Überzeugung. Snake, leb wohl. Dafür wirst du büßen, Liquid. Du hast jetzt deine Fresse offen. Hilft dir auch dein Brüllen nicht. Ich weiß, wo ich hinschießen muss. Suchte den Tod und fand ihn. Siehst du, du kannst niemanden schützen. Nicht mal dich selbst. Stirb! Ja, sterben ist relativ wahrscheinlich, wenn man mal so auf meinen Health-Balken guckt. Und Metal Gear Rex ist wieder voll dabei. Und ich bin immer noch total unfähig, diesen Geschossen hier auszuweichen. Ich hab's noch nicht drauf. Ich weiß noch nicht genau. Ich hab das früher richtig perfektioniert. Dann konnte ich den so unglaublich gut ausweichen. Ich möchte jetzt gerade mal wissen, wo ich anfange und wie ich anfange. Wenn ich jetzt auf Continue gehe. Ist das die erste oder die zweite Phase? Es ist die erste, oder? Ja. Es ist die erste, Freunde.
ich werde jetzt an dieser Stelle den Part bereits beenden. Ja. Oder nee, wie mache ich es denn? Nee, ich versuche es jetzt noch einmal, zumindest die erste Phase effektiv zu erfüllen. Und sobald wir das geschafft haben, dann mache ich aber einen Cut. Und dann werden wir das große Finale, beziehungsweise die zweite Phase und alles, was noch kommen mag, ohne diese epische, emotionale Zwischensequenz mit Gray Fox, die werden wir dann definitiv im Finalpart erleben. Aber ich würde jetzt gerne, wir haben noch eine Viertelstunde, ich würde jetzt echt gerne nochmal versuchen, diese verdammte erste Phase besser hinzubekommen. Das kann es ja jetzt nicht angehen. Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr euch das nicht interessiert, schaltet an dieser Stelle ab. Ich mache nichts mehr wie die erste Phase. Weiter mit der Story und weiter mit der zweiten Phase geht es dann im nächsten Part. Ich habe das früher so geil drauf gehabt. Ich will das jetzt wieder wissen, wie das geht, Mensch. Das kann ja wohl nicht sein. Ansonsten muss ich offline üben. Ich mache jetzt nur noch einen einzigen Versuch. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann es ja wohl jetzt echt nicht sein. So, ich warte mal, bis das angedingst wird und dann schieße ich gleich einmal auf ihn, bevor ich wegrenne. Komm. Ja, ich hasse dich auch. So, und gleich weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, ich weiß, also ich bild mir echt ein, dass ich, sobald er das gemacht hat hier... Okay, vielleicht muss ich die Richtung wechseln. Vielleicht muss ich ja dann gleich die Richtung wechseln. Moment, wir rüsten uns mal wieder mit der... Hallo? Mit der Body Armor aus. So, ich renne jetzt in die Richtung. Und jetzt versuche ich die andere. Nee, das geht auch nicht. Verdammt. Wie geht denn das? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, Mann. Ich hasse mich dafür. Nee, ich will das jetzt üben. Ich will das jetzt echt üben. Oder muss ich ganz weit weg? Muss ich ganz. Nee, so geht's nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Oder muss ich hinter den Fässern sein? Wie hat das funktioniert damals? Ich weiß, dass ich das konnte, aber... Das ist ja... Ah. Ah. Okay, einmal bieten diese Dinger Schutz und da hinten liegt eine Ration. Sowas könnte ich ja auch mal nutzen. Also, das Zeug sammeln, das wäre ja eigentlich sinnvoll, ne? Wie gesagt, das ist jetzt mehr... Jetzt hat's geklappt. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich genau anders gemacht habe. In dem Moment sollte ich halt schießen. Ich will... Ich muss jetzt üben, komm. Jetzt vor... Nee. Das ist so eine Willkür, ey. Ich raff's nicht. Okay. Warte mal, wir... So komme ich auf keinen Nenner. Ich muss das können. Ah, was ist das Geheimnis? Oder muss ich einfach nur nah an dir sein? Ah, da macht er ja nur seinen blöden Laser. Ja, jetzt hat er ja... Jetzt hat er es total verpennt. Okay. Muss ich... Okay. Neue Theorie. Ich muss nah an ihm sein. Ja, das ist es, Leute. Das ist es. Ich darf nicht so weit weg sein und auch nicht zu nah, sonst macht er nämlich seinen komischen Laser. Aber wenn ich eine relative Distanz zu ihm halte, dann kann er es nicht auf mich schießen. So, jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich es endgültig raus. Und jetzt kann ich damit arbeiten. So, noch ein. Noch einmal, komm. Ah, das war zu schlecht, oder? Ne, es ging noch. Das ging noch. Ah, aber gut, das macht jetzt nicht so viel aus. Ich hab's wieder drauf, Leute. Ich kann es. Yay. Und immer, wenn er seine Raketen geschossen hat, bin ich am Drücker. Und immer schön vor. Jawohl. Perfekt. Und schön drauf geschossen und weiter geht's. Ah ja, gut, jetzt war ich ein bisschen zu weit weg. Das habe ich selbst gemerkt. Macht aber überhaupt nichts. Okay, es macht schon ein bisschen was. Weil ich habe nur noch eine Ration und dann wird die zweite Phase umso schwieriger. Wir wissen, dass... Oh, okay. Schön, dass er das auch kann. Ich will mich jetzt absichtlich umschauen nach einer Ration. Vielleicht liegt hier noch was für mich. Ich sehe hier ganz viele Stinger-Raketen, aber die brauche ich jetzt gerade nicht wirklich. Ich will Rationen. Mal schauen. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Was war denn das? Ich habe gar nichts mitbekommen. Och, Mann. Ah. Okay. Wir haben noch 10 Minuten. Tut mir leid. Okay, aber ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Ist doch scheißegal. Ist doch egal, Leute. So. Also, Stinger-Raketen. Weil jetzt werden wir es schaffen. Jetzt ziehen gleich die Body-Armor an. Wie, ich kann meine Kamera hier nicht benutzen. Was ist denn da los? So. Na komm. Ja, pull dich aus.
halber Affe, du. Das ist mir egal, wenn das passiert. Das macht nichts. Oh, jetzt war ich ein bisschen... Das hat gereicht. Das hat gereicht. Und tschüss. Was macht er? Ja, das kannst du gern machen. Da triffst du mich eh nicht. So. Komm, 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 komm. Ah, das war schlecht. Obwohl, ach, passt. Sehr gut. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht. Ich weiß jetzt wieder, wie es funktioniert. Ja. Aber sowas von daneben, mein Freund. Ah, ich komme nicht. Ah, ich muss weg, sonst dreht er mich. Und das war ja vorhin ein One-Hit. Jetzt ist die Kamera ein bisschen komisch, muss ich sagen. Okay, egal. Soll uns jetzt nicht stören, oder? Okay, du hast mich nicht so ganz im Blick. Ah, ich bin zu nah an ihm. Ah, nicht trampeln, nicht trampeln. Ich stehe da. Ich stehe nicht auf solche Spielchen. So. Komm, ich bin hier. Nur zur Info. Hallo. So. Ja, ich möchte meinen, wir haben noch keine einzige Ration gebraucht. Au. Ich möchte meinen, das ist tausendmal effektiver, was wir hier gerade machen. Komm, schieß gleich nochmal drauf. Komm. Ah, jetzt wird er mich kriegen. Nee, noch nicht einmal. Wie geil ist das denn? Er ist so einfach. Er ist so unglaublich einfach. Ich habe mich so doof angestellt. Tut mir leid. Das war dein Fehler. Jetzt bist du tot. So. Und mit dieser Voraussetzung, werte Freunde, mit 5 vollen Rationen, werden wir dann das nächste Mal in den großen Finalpart. Kann ich endlich sterben. Ja. Nach Sansa freut euch drauf. Wurde ich aus der Schlacht genommen. Weder wirklich lebendig noch tot. Nein, das kann ich nicht. Ein unsterblicher Schatz in einer Welt des Lichtes. Nein, das kann ich nicht. Endlich ein Ende. Ja. Ein Ende für diesen Part, Freunde. Aber ein finalen Part das nächste Mal. Die zweite Phase von Metal Gear Rex und alles, was dann noch kommen mag. Freut euch drauf. Das nächste Mal. Bei Let's Play Metal Gear Solid.